Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Cap mache ich gleich wieder an. So, wir sind ja am Eingang zum Gletscherberg. Ich bin mal so weit gefahren, wie es irgendwie ging. Und jetzt suche ich den Eingang. Den rechten nicht. Ich glaube, ich muss den Link nehmen. Weil ich hoffe, dass ich mit diesem super langen Pferd da überhaupt durchkomme. Ey, das könnte ein Problem werden. Also mit der Länge habe ich es noch nicht gar nicht probiert. Ich muss hinten auf mein Krebsabteil achten. Das ist schon ziemlich beschädigt. Wir stecken fest. Nee, aber fast. Das ist abenteuerlich hier. Also mit der Länge ist abenteuerlich. Ja, aber so ist das halt, wenn man mit dem Zug in Urlaub fährt, dann kann schon mal was schief gehen, ne? Wer kennt das nicht? Au. Boah. Das ist aber auch ein langes Ding hier. Naja, eben. Behaltet ihr eine Teile im Auge und wenn die zu nah runtergehen, dann war ich zu nah an der Wand. So sieht's voll aus. Ich werde die gleich erstmal schweißen. Das Schweißgerät habe ich doch hoffentlich dabei, oder? Was wird denn da an 138 Metern angezeigt? Kenne ich das schon? Ich glaube mal nicht, ne? Können wir überhaupt adäquat auftauchen? So, Inventar. Reparaturwerkzeug habe ich mitgenommen. Ist das schon verschimmelt in der... Nee, ist nicht. Wie kommst du wieder raus? Wieso? Hat doch alles geklappt. Hat doch alles geklappt. Und da kann ich ja wieder runter. Das sollte nicht so das Problem sein, oder? Das Ding ist schon lang, ne? Das ist schon fett lang. Dann mache ich erstmal ein Foto von hier. Bevor man gleich nichts mehr sieht wegen Wetter. Guck mal, jetzt hätte ich es angekündigt. So, Pinguin. Den muss ich da und dann kann ich die Fernbedienung benutzen, glaube ich. Ne? Den brauchen wir erstmal nicht. Den Seeleiter. Dann kann ich den ja auch hier lassen. Das ist ja nutzlos, wenn ich den jetzt mit mir rumschleppe. Da kostet ja nur richtig Inventarplatz. Den können wir da reinpacken. Hoffentlich. Echt nicht. Würden wir überhaupt in irgendetwas reinpacken? Nee, da auch nicht. Mann, echt jetzt. Dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Die zweite Sauerstoffflasche brauche ich doch theoretisch auch nicht, oder? Jetzt muss ich hier echt umsortieren, weil ich das Ding nicht reinbekomme, weil das 2 hoch ist. Das ist ja albern. So, okay. Eigentlich brauche ich die Tauchflasche nicht. Die kostet eigentlich auch nur Platz. Aber die werde ich jetzt mitnehmen müssen erstmal. So, Essen haben wir reichlich. Das Ding nehme ich nochmal mit. Und nochmal 2 Wasserflaschen so. Jetzt können wir uns da genau durchgucken.
Oh, jetzt wird es auch noch Nacht. Hallo. Ach, ich habe was vergessen. Ich wollte die Titan mitnehmen. Zwei Titanen erstmal für die Plattform. Das muss ich machen. Weil dann will ich mir jetzt eben den Schneefuchs bauen. Dann muss ich hier nicht zu Fuß durch die Gegend laufen. Aber vielleicht möchte ich das ja auch irgendwie, ne? Aber ich glaube, den Schneefuchs können wir hier unten relativ gefahrlos bauen. Muss hoffentlich gehen. Die Rampe, wo war sie denn? Na nu? Die kann ich doch aber eigentlich mit dem... ich kann sie doch schon. Konstruktion. Bin ich blind? Ich habe sie doch eingescannt. Das verstehe ich nicht. Ich kann doch die Schneefuchsschweberampe bauen, oder? Will ich doch hier. Schneefuchsschweberampe. Außenmodule. Na gut, ich müsste das Ding unter Strom bei Außenbau. Habe ich aber nicht gesehen eben. Außenelemente. Ach, das Fragezeichen, alles klar. Okay. Ich habe immer nach einem Symbol gesucht. So, das Ding hat aber keinen Strom, ne? Eine Batterie, zwei Titanen, ein Schmierstoff. Wow, dunkel ist es hier. Hallo? Zitwack? Okay, eine Batterie können wir hier rausnehmen. Die können wir aus dem Konstruktionstool mal raus. Ey, ich wusste nicht, was ich für Materialien brauche dafür, ne? Aber ich habe echt ein bisschen Schwein gehabt, dass ich jetzt einen Schmierstoff mitgenommen habe. Wir essen mal einen so einen Fisch. Ne, essen. Nicht in die Kiste packen. Das ist schon ein bisschen lucky. Ich habe den Schmierstoff echt nur auf reinen Verdacht mitgenommen, weil man ja häufig für irgendwelche Fahrzeuge Schmierstoff braucht, aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass wir mit zwei Titan nur herstellen können. Ich glaube, Strom brauche ich noch, ne? Oder geht das hier ohne Strom? Keine Energie, aber geht ohne Strom oder wie? Okay. Das letzte Mal muss ich noch Solarzellen craften. Bei den Nebel kannst du echt keine schönen Screenshots machen, ne? Da will ich jetzt ja gar nicht den Pinguin mal rüber schicken, ne? So, okay, wo gehen wir denn mal hin? Nach da. Oder, nee, Moment. Ist egal, ne? Oder? Sehen wir schon irgendwas am Horizont, was interessant sein könnte. Ach, da hängt das Mama-Bär. Hm.
ganz ehrlich, bei dem Wetter siehst du es doch wieder. Keine Energie ist am Bautool. Achso, es könnte gewesen sein, ja. Mhm. Aber eigentlich hat man das Ding mal mit Solarzellen betreiben müssen. Glaube ich, beim ersten Mal. Ich kann nichts machen. Du siehst nichts bei dem Wetter. Wir müssen warten, bis der Nebel weggeht. Bisschen unglücklich. Wenn ich jetzt eine mobile Fahrzeugstation hätte, ja, dann könnte man was machen. Wir scannen das Ding mal ein. Schneefuchs. Baupläne, Schneefuchs. Der Schneefuchs ist ein Schwebefahrzeug für eine Person zur schnellen Durchquerung von verschiedensten Gelände. Er bietet nur geringen Schutz für den Fahrer, kann die meisten Bedrohungen aber leicht ausweichen. Insbesondere, wenn er mit einem Sprungmodul rechte Maustaste aufgerüstet wird. Versuche nur nicht, mit ihm über Wasser zu fahren. Schnelles Schwebefahrzeug, eingebauter Scheinwerfer, Umschalttaste drücken, lässt dich cool aussehen. Der Schneefuchs. Andere Bodenfahrzeuge sind Kaninchen in seinen Scheinwerfern. Oh, wir sind aber nah dran. Fahren wir mal da lang. Nicht ins Wasser. What the heck? Wo bin ich? Wo will ich hin? Wo war ich? Ist da schon wieder Wasser? Komme ich hier irgendwo hoch? Ich glaube, der fährt mittlerweile ein bisschen ruhiger, ne? Oh, was ist das denn? Ah, ein Hoverbike-Fragment. Was bringt uns denn nur Titan? Brauchen wir jetzt nicht. Ich scanne es trotzdem mal eben ein. Ach, okay, das Hoverbike. Hä? Wie eins von drei. Aber ich habe doch gerade eins gebaut. Ist das nicht ein bisschen komisch, dass ich ein Hoverbike schon bauen kann, obwohl ich die Fragmente noch gar nicht habe? Ich habe mir das nicht ercheatet. Ich möchte das nur mal so herausheben, ne? Obwohl der Blueprint tauchte bei mir auch gar nicht auf. Da konnte man es ja dran sehen. Das sieht cool aus von hier oben. Ach, immer dann, wenn ich ein Foto machen will, ne? Es wird kalt, beziehungsweise mir ist kalt. Ja, aber es hat ja überhaupt keine Auswirkungen, ne? Ob mir kalt ist oder nicht. Das verstehe ich auch nicht zum Beispiel. Lange angekündigt, dass sie hier Kälte und sowas mit einbauen. Und dann bauen sie das mit ein. Und das hat überhaupt gar keine Auswirkung, ob mir kalt ist oder nicht. Das verstehe ich nicht. Wieso sie, warum sie, oh, eine Batterie. Warum sie das so machen. Oh, hier kann man mittlerweile hoch. Wie geil. Ah, okay, hier ist der große Raum. Das ist ja alles in sich zusammengefallen. Mittlerweile kann man hier hochgehen. Das ist ja gut. Endlich nicht mehr durch den Boden fallen. Außer, sag mal, der ist doch auch kaputt. Der fällst du doch auch durch den Boden, wenn du da reingehst. Ich bin mal gespannt, ob der Heiler ist, wenn man... Warum kann ich mir so eine Treppe nicht einscannen? Nee, der lässt mich auch gar nicht rein, okay. Bin ich mal gespannt, ob der besser funktioniert, wenn man den zu Hause selber baut. Nicht, dass der auch Löcher hat, irgendwie. Nee, spoilern soll ja auch keiner. Na, komm. Muss auch keiner spoilern. Auch auf YouTube nicht. Muss niemand machen. Ich scanne dich gerne nochmal ein. Ich
würde ganz gerne mal mit diesem Gabelstapler durch die Gegend fahren. Da hätte ich mal Bock zu. Ja, wenn man so die Treppen baut, darf man sich auch nicht wundern, wenn der Raum durchhängt, ne? Angeblich soll das noch kommen, dass die Kälte eine Rolle spielt. Eigentlich ist es doch drin. Also, man kann ja auf Trello nachlesen, wann was kommt und, sie haben es ja auch mit einem großen Video angekündigt. Also das ist eigentlich das Kälte-Update, was jetzt drin ist. Sie haben es ja extra mit Natur-Update oder sowas angekündigt gehabt. Wieso finde ich den denn hier nochmal? Der PDA funktioniert immer noch nicht, ne? Der man hier gefunden hat. Datendownloads, geologische Daten. Kalkstein, ja, okay. Also eigentlich hatten sie das ja groß angekündigt mit dem Video. Und seitdem ist die Kälte auch drin, aber sie macht halt keinen Schaden. Aber eine Kälte, die überhaupt gar keinen Schaden an mir anrichtet und keine Bedrohung, ist ja sinnlos, ne? Aber das ist ja genau das, was ich ein bisschen bemängel bei Unknown Worlds, wo ich sage, bei Below Zero machen sie momentan sehr viel Unfug, weil in Subnautica hätten sie es nicht gemacht. Da hätten sie kein Kälte-Update oder kein irgendwas-Update eingebaut, ohne dass es eine Auswirkung hat. Warum macht man das hier? Das verstehe ich nicht. Das ist so als... Was denn? So, das kann man aber mit. Es ist 22:25. Ja. Ich nehme erst 17 Minuten auf. Ein bisschen was will ich noch. Und dann muss ich noch. Also für die Folge. Ich will mich noch ein bisschen umgucken hier kurz. Oh, da unten ist was. Da will ich wissen, was das ist. Und ich will aber dieses letzte Hoverbike, fragt man noch, haben. Das muss hier auch irgendwo rumliegen. Was denn? Wo bist du denn? Oh, aufgesetzt. Verdammt, aufgesetzt. Oh, ich hoffe, ich komme hier runter. Ich kann es nämlich nicht aufnehmen. Das geht nämlich nicht. Weil mein Inventar voll ist. Boah. Aufsitzen. Schneefuchs, Inventar voll. Diese standen hier eben in der Nähe spawnen. Habt ihr das gesehen? Als wäre ich schon tot. Da stand eben in der Nähe spawnen. Ich trinke mal einen Kaffee hier. Ja, den Kaffee hätte ich mir sparen können. Oh shit. Oh, ganz klasse gemacht, Welt. Top. Top. Okay, alles klar, Regel. Na, ach, komm. Inventar voll. Wenn ich was ablege, bleibt es doch am Boden liegen, oder? Oder verschwindet es sofort? New technology acquired. Jetzt habe ich einen neuen Bauplan verfügbar. Ihr seid ja lustig. Okay, dann gehen wir da runter. Da lang. Über den Wasserfall. Wir stürzen uns in die Tiefe. Was kann da schon passieren? Gar nichts.
Haha, ich wusste es doch. Nee, da packen wir daneben. Und dann machen wir erstmal ein Foto davon. Mal gucken, was das ist. Vorrat ansehen. Energiezellen, destilliertes Wasser. Das ist ja schön, alles, was man braucht. Okay, steht da einfach so rum, ja? Gut, dann schätze ich aber nochmal, dass es hier mittlerweile mehr zu entdecken gibt, als das letzte Mal, als ich mit dem Schneefuchs durch die Gegend gefahren bin. Da war zumindest diese Truhe noch nicht da, glaube ich. Ich würde jetzt ganz gerne noch eine Sache ausprobieren. Pummi, das ist mein Pinguin. Das bin ich. Ich darf nur nicht Q gedrückt halten. Die Reichweite geht wahrscheinlich nicht so weit. Man sieht nur nichts. Hier war doch dieses riesen Schneemonster. Wo ist es denn hin? Man sieht nichts. Fress mich nicht bitte, ich bin ein Pinguin. Da ist er. Versuche Fell einzusammeln. Wie geil. Ich kann Fell einsammeln. Mit Leitstufe Infiltrationswert. Also man wird mit dem wohl noch mehr machen. Wir gehen mal zurück. Ich kann Fell einsammeln damit. Ah, na schönen guten Abend. Oh Mensch, hätte ich das geahnt. ich finde nicht mehr nach Hause. Es ist nebelig. Ich glaube, hier irgendwo. Oder hier. Und dann links. Hallo Arn. Na? Wem groß in deiner Community? Jimmy, hi. Ach guck mal, jetzt wird wieder schönes Wetter. Wo stehe ich denn? Ich stehe hier oben. Das ist ja geil mit dem Fell einsammeln. Das ist cool. Das hat mir ausnahmsweise noch keiner gespoilert. Nee, wo bin ich denn? Wo ist denn mein Körper? Ich finde meinen Körper nicht wieder. Kennt ihr das auch? Das ist immer so ein Problem, wenn man seinen Körper nicht wieder findet. Ich glaube, ich stehe weiter hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Links, ne? Ja, ja. Ich glaube auch. Ach, Entfernung 22 Meter. Na ja, guck mal, ja. So kann man es auch. Status verbunden, Modus erkunden. Banzai, was hast du gespielt? Heute Abend. Wieso Fotoverbot? Okay, eh zum Beenden. See you later. Vorrat ansehen. Schneepirscherfell, ein Fellbündel von einem Schneepirscher. Und was mache ich jetzt damit? Das finde ich ja geil.
einmal ein Messer in die Hand nehmen. Ach, jetzt könnt ihr Diamanten. Rubin, Magnetit. Aha, okay. Aber ich suche hier nichts Spezifisches. Juna! Danke für den Host. Die stecke ich erstmal ein. Und ich glaube, dann fahren wir da vorne in diese kleine Höhle und locken uns da aus. Dann habe ich keine Sorge, dass ich bis zum nächsten Mal eingefroren bin. Ah ne, das können wir noch ein und dann... Ach guck mal, da vorne ist ja auch noch was. Aber das gucken wir uns nächstes Mal an. Achso, das ist die Upgrade-Geschichte. Die war da eben eine Höhle zu sehen. Bilde ich mir doch nicht ein. Wo war die denn? Da, die wollte ich haben. Nein, die nehmen wir nicht. Okay, dann locken wir uns hier aus. Was soll's, was das da hin ist, gucken wir uns nächstes Mal an. Merkwürdig, ne? So. Wow, jetzt wird es aber dunkel hier. Cool, aber ich freue mich schon drauf, was es hier Neues zu entdecken gibt. So, YouTube, ich wünsche euch was. Schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.